Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Ihr habt es euch gedacht, ich bin MacSnake. Ich möchte euch heute mitnehmen in das Spiel Bastion oder Bastion. Bastion. Shaper. Um mit euch dieses wunderbare Kleinod der Indie-Kunst mal ein bisschen zu erforschen. Ich persönlich finde es total toll. Nicht zuletzt wegen des Soundtracks. Also, lasst uns ein paar Minuten Bastions spielen. Schaut es euch an, vielleicht gefällt es euch, vielleicht wollt ihr es ja selber spielen. Gibt es bei Steam für Kleingeldbeutel. Sei es drum. Genug gequatscht. Anfang. Ach so, stopp. Ein Wort der Warnung noch am Anfang. Bastion ist ein Spiel, was auch davon lebt, dass es einen Erzähler hat, der sehr viel reinquatscht. Ich werde versuchen, die Fresse zu halten, wenn er quatscht. Und er wird versuchen, die Fresse zu halten, wenn ich... Das wäre schön, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Wie dem auch sei. Es wird also so eine Art Hybrid-Let's Play zwischen Spieletest, Let's Play und ich bin ruhig und spiele euch einen vor. Also in dem Sinne, lasst uns mal anfangen. Ich habe mich gerade schon hier in das Hauptmenü reingeklickt. Bastion ist eines der wenigen Spiele, wo ich der Meinung bin, es ist am besten über einen Controller zu spielen. Eines der wenigen Spiele in meiner Spielesammlung, bei denen es am besten ist, einen Controller zu nehmen. Wir spielen den Story Mode. Wir nehmen den Normalmodus. Es gibt jetzt sogar einen extra Modus für Normal. Der Null-Problemo-Modus ist ein Modus für Weicheier und für Noobs. Wir spielen also Normalmodus. Wir möchten wirklich ein neues Spiel starten. Ja, dann erstmal viel Spaß. Proper story is supposed to start at the beginning. Ain't so simple with this one. Now here's a kid whose whole world got all twisted, leaving him stranded on a rock in the sky. Tutorial? Quatsch! Einführung? Quatsch! Ich spiele einen kleinen Jungen, der in einem Bett liegt, was irgendwo im Nirgendwo vor sich hin schwebt. Jetzt genau habe ich auch die Kontrolle übernommen und ich möchte mal vorsichtig sagen, sobald ich mich bewege. He gets up. Sets off for the Bastion, where everyone agreed to go in case of trouble. Jawohl. Jetzt wissen wir zumindest mal, warum das Spiel Bastion heißt. Weil das unser Ziel ist. Hervorragend. Wir laufen also an. Ground forms up under his feet as it point in the way. He don't stop to wonder why. Hör auf vorzusagen, du Blödmann. Wir laufen also einfach dem sich bildenden Weg hinterher. Finds his lifelong friend just lying in the road. Ein Keilhammer mit X. Well, it's a touching reunion. Damit können wir jetzt alles kurz und klein schlagen. Großartig. Ja. He sees what's left of the rippling walls. Years of work undone in an instant. In the calamity. Nichts wie weiter. That a survivor? No, ma'am. It's a gas fella, forced out from underground. Klingt so wie den Prügeln, weil es mal kurz so klein war. Kid pops him good. Fella got a piece of him though. So. Trotzdem prügeln wir jetzt hier alles kurz und klein. Kid just rages for a while. Wollte ich auch gerade sagen. Genau das. Oh, da ist gerade eine Kachel mitten im Nirgendwo. Ah, ein Geheimgang. Seht an, seht an. Mit mehr Diamant-Splitter-Dingsies. Wie auch immer man sie in Wirklichkeit nennt. Ich nenne sie Diamant-Splitter-Dingsies. Und anscheinend müssen wir sie sammeln.
natürlich gerne tun. Jo, ich glaube, dann haben wir hier auch alles. Ist noch so ein schöner Brunnen. An old repeater falls out of the sky. Ain't a gift from the gods, but it'll have to do. Ist klar. Gotta hold her still to spin up the chamber. Zum Schießen X gedrückt halten. Das sieht doch vielversprechend aus. Aber tatsächlich bewegt er sich nicht, wenn er nachgeht. Macht aber nichts. Und für die stehenden Ziele haben wir immer noch unseren tollen Hammer. Ich entschuldige mich übrigens hier schon mal dafür, dass das Video so ruckelt. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, warum. Die Hardware ist eigentlich entsprechend dimensioniert. Ich habe alles im Hintergrund ausgeschaltet. Ich denke, es ist ein Problem mit meiner Aufnahmesoftware, die man jetzt auch nicht so über Nacht lösen kann. So, schauen wir hier nochmal, ob irgendwo... Haha, witzig. Dabei wollte ich doch nur gucken, ob hier irgendwo ein Geheimgang ist. Aber es ist eine wichtige Information zu wissen, dass man hier auch runterfallen kann. Kids worked up quite a thirst by now, so that fountain looks real inviting. Ah, ich brauche zum Trinken Platz. Das schon mal so als erstes hier festgehalten. Ja, ich sehe schon, wo der Brunnen ist, da brauche ich nicht den Pfeil draufsetzen. Okay. Hier noch ein Weg hoch. Schreibe eine geistige Notiz. Bei Bastion immer auf alles draufhauen. Kid finds a memento from a girl he knew. Always used to fancy her. It's a wonder the old saloon still standing. Used to have the nicest view. Und dafür sind Fernwaffen gut. Ja, da ist ein Geheimgang. Jetzt müssen wir aber hier erstmal so ein bisschen eine Begrenzung wegnehmen. Sehr schön. Noch 5 von den Kristallsplittern gefunden. Oh. So. Wie war denn das jetzt mit dem Brunnen? Sometimes you just need a drink. Okay, also mit Y kann ich mich jetzt auch heilen. Und am Brunnen kann ich meine Gesundheitstränke auffüllen. Das ist natürlich praktisch. Ja, der alte Saloon. Dann wollen wir mal reingehen, wa? Ja, das habe ich doch gerade schon gesehen. He sets foot inside one of Celandia's famous watering holes. Inside's old Rondi, the bartender. The calamity got him for his drinking did. Beruhigend zu wissen. Then Kid finds his trusty shield. Schild, 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 Schild. Stierkopfschild. Yay. Ah. The security takes him for a petty thief. Ah, ich reflektiere. Können wir die Kanone dazu bringen, sich selber umzubringen? Das sieht aus wie ein Ja. Ganz klar, was ja. Yes, windbags start turning up for last call. Scheiße, was ist denn hier los? Und sind die Jungs auf einmal alle her? Ah, Obst heilt auch. Start coming out of the woodwork. Big old fella pops out in front of the kid. Then windbags are playing for keeps. Whoa.
kid sees the way to the bastion out the window, it's a bit of a drop. Okay. Dann halt aus dem Fenster springen. So, aber erstmal möchten wir doch wissen, was hier alles noch sich versteckt in den diversen Fässern, Kisten und dergleichen mehr. Und was mit Ronnie dem Barkeeper ist. Ronnie always wanted his ashes scattered here. Ja, dann haben wir ja alles richtig gemacht. So. Soweit aber erstmal zur ersten Folge Let's Play Bastion mit McSnake. Hier direkt vor dem Fenster werde ich euch verlassen. Bis zum nächsten Mal mit der bangen Frage, wird er springen oder nicht? Oh, wartet. Ich glaube, die Antwort ist relativ simpel. Aber was erwartet mich unten? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer McSnake.